Für die Queer Community wünsche ich mir eigentlich, dass. Ich würde mir einfach wünschen. Ich wünsche mir für die Gay Community. Für die Gay Community wünsche ich mir. Ich wünsche mir für die Gay Community. Für die Gay Community wünsche ich mir, dass. Ich würde mir einfach wünschen, dass innerhalb der Community mehr Akzeptanz und Toleranz auch untereinander herrschen würde, dass man andere Meinungen akzeptiert und dass man andere Ansichten ebenso toleriert, wie man es von sich selbst wünscht. Ich wünsche mir für die Gay-Community mehr Toleranz und Akzeptanz. Was ich mir für die Gay-Community wünsche, ist, dass wir uns selber nicht manchmal so zerfleischen, weil irgendwie, wenn wir natürlich akzeptiert werden wollen, dann müssen wir uns auch ein bisschen besser untereinander verstehen. Und ich glaube, auch ich werde oft noch mit meinem Look irgendwie so ein bisschen angefeindet. Und ich glaube, das sind so Sachen, die können wir uns letztendlich auch sparen. Denn letztendlich müssen wir da auch an einem Strang ziehen. Und ich glaube, gerade auch so Formate wie Prince und Princess sorgen dafür, dass auch so gespaltene Lager wie lesbische Frauen und schwule Männer sich auf einmal zusammenfinden können, weil sie merken, oh wow, wir haben doch mehr gemeinsam, als wir gedacht haben. Für die Gay-Community wünsche ich mir, dass wir ein bisschen offener werden, dass wir anfangen, uns zu lieben, dass wir anfangen, uns zusammenzustellen und gegen den Hass von außen kämpfen und uns nicht in der Ferne hassen. Ich wünsche mir für die Gay-Community mehr Zusammenhalt zwischen Lesben und Schwulen vielleicht auch so ein bisschen. Ja, macht Kinder zusammen, sucht euch einen schwulen Freund oder eine lesbische Freundin, macht Kinder zusammen und macht so viele Regenbogenfamilien wie möglich und ändert das Adoptionsrecht. Für die Queer-Community wünsche ich mir eigentlich, dass einfach ein bisschen weniger Hass, Negativität und Neid so innerhalb der Szene einfach ist. Da ist ganz viel Missgunst, ganz viel negative Kommentare, die einfach nicht sein müssen. Und ich finde, wenn wir alle ein bisschen mehr toleranter wären, dann wäre es eine eindeutig nicht nur bessere Welt, sondern auch bessere Queer-Community. Für die Gay-Community wünsche ich mir, dass die Leute einfach merken, dass wenn man gay ist oder sich nicht in seinem Körper wohlfühlt, dass man einfach so geboren ist und dass man einfach da nichts gegen tun kann. Und man sollte aufhören, darüber nachzudenken, was normal ist. Dieses Wort normal gefällt mir nicht, weil kein Mensch ist normal. Jeder hat irgendwie einen Fetisch, jeder hat irgendwie was ihn unnormal macht, sag ich mal. Und deswegen sollte dieses Wort normal einfach verschwinden. Ich wünsche mir für die Gay-Community wirklich mehr Akzeptanz innerhalb der Community und dass der Hate einfach aufhört. Wir werden eh schon nicht akzeptiert, also warum haten wir uns gegenseitig? Blödsinn.